So, es ist Herbstzeit und wie man so ein Gericht herstellt, werde ich euch gleich sagen. Ich werde heute einen Tafelspitz aus dem Dutch Oven herstellen. Hier habe ich ein Stück, das ist ein Kilo schwer ungefähr. Eine große Gemüsezwiebel. Dazu reiche ich noch Spätzle, Öl zum Anbraten, Rotwein zum Ablöschen, Salz und Pfeffer aus der Mühle. Dann Gemüse, das schneide ich nachher noch klein. Rinderbrühe selbst gemacht. Dann habe ich hier noch Alu-Grillfolie und Backpapier. Weil wenn das Fleisch dann fertig ist, werde ich das in Backpapier einpacken und in Alufolie und in eine Weile ruhen lassen. In der Zeit werde ich dann meine Soße herstellen. Ich werde euch dann dazu holen. Ich werde jetzt erstmal das Gemüse putzen, die Möhren schälen und den Sellerie und den Porree und die Zwiebel natürlich. Die werde ich dann wieder dazu holen. Ich bin noch beim Schnibbeln des Gemüses. So, jetzt packe ich das Fleisch erstmal aus. Das hat ja auch einen Haufen Saft hier in der Küche. Ein wunderbares Stück. Wenn man es sehen kann. Super. Jetzt zupfe ich das noch ein bisschen ab, damit es schön trocken ist. Wie ihr sehen könnt, ist auf der anderen Seite, natürlich klebt die Küchenrolle jetzt erstmal hier. Das Fett werde ich auch noch entfernen, weil es ist ja doch ganz schön hier dran und das will ja auch keiner essen. So, jetzt habe ich den Fettdeckel abgemacht. Schaut mal, was das für ein Teil ist. Also das würde ich ja nicht empfehlen zum Braten. Bevor ich es in den Backofen gebe, werde ich es schon mal salzen und pfeffern. Aber sagt man nicht immer, dass der Pfeffer verbrennt beim Anbraten? Ja, aber das ist nicht so schlimm, weil das wird aufgefüllt wie früher. Also geht das gar nicht so schnell zum Verbrennen? Doch, wenn du das auf dem Grill machst, ja. Ach, gut. Dann ist das schon was anderes. Ich werde jetzt in meinen Backofen das Öl dazugeben, weil das muss ja auch ein bisschen heiß werden zum Anbraten. So, jetzt werde ich mein schön gewürzten Tafelspitz hier in meinen Ofen geben und anbraten von allen beiden Seiten. So, ich werde mein Fleisch einmal drehen. Es klebt nicht mehr am Boden an. Oh, das sieht sehr gut aus. Und es ist kein Pfeffer verbrannt. Seht ihr das? Glück gehabt. Hey, mein Fleisch ist jetzt von allen Seiten angebraten. Es wird jetzt hinausgenommen. Sieht sehr gut aus. Jetzt im Anschluss kommt das Gemüse alles dazu. Erstmal die Zwiebeln dazugeben. Und auch ein bisschen anrösten wegen Aroma. So, die Zwiebeln, nach den Zwiebeln mache ich den Sellerie dazu. Und im gleichen Atemzug werde ich auch gleich die Möhren noch dazu geben. Können die auch ein bisschen mit rösten. Es duftet hier schon. So, jetzt gebe ich noch den Porree hier noch dazu. Ein bisschen durchrühren. So, ich werde jetzt ein bisschen mit Rotwein ablöschen. So, unten habe ich circa 10 Kohlen. Obendrauf werde ich jetzt auch noch mal 10 vielleicht legen. Ich
habe eine andere Sorte Kohlen, da muss ich selber erstmal ausprobieren. Ja, die sind ziemlich klein diesmal. Ja, und da wissen wir noch nicht, ob das so funktioniert, wie wir das gerne möchten. Und heiß ist es auch. Mit der Kohle haben wir uns nochmal umentschieden. Wir haben unten 8 und oben 15. Jetzt müssen wir es mal ausprobieren, wie das funktioniert. Und wir holen euch dann wieder dazu. Nach einer Stunde werde ich mal schauen, ob wie es aussieht. Ob wir zu Kohlen was gebracht haben. Oh, es riecht gut hier. Es riecht sehr gut. Ist auch schon ein bisschen einreduziert. Jetzt vielleicht gleich noch einmal rumdrehen. Ja, ich würde mal sagen, nach einer halben Stunde könnte es vielleicht schon gut sein. So, jetzt circa noch anderthalb Stunden schaue ich noch mal nach. Aber ich denke, es sollte schon mal, es riecht hier schon ganz lecker. Mmh, schön einreduziert. Also, boah, das Fleisch löst sich ja schon, das sieht sehr gut aus. Also ich denke mal, dass man das... Also so sieht es jetzt aus. Ich packe das jetzt noch in Butterbrotpapier und in Folie ein, dass es ein bisschen ruhen kann. So, jetzt werde ich meine Soße noch pürieren. Macht sich alleine ein bisschen schlecht. Aber es geht. Es geht. Das würde ich halten. Ich brauche ja das Gemüse da drin auch. Das geht. Kratzt du mal ein bisschen aus. Das wäre das Beste da dran. Und so viel Soße ist nicht mehr übrig geblieben. Jetzt kommt noch mein Zauberstab zum Einsatz. Ich muss ein bisschen pürieren. So, ich werde die pürierte Soße mal kosten. Also, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Wir wollen das nicht mehr so dick, also uns reicht das so. Ich koste jetzt mal. Wird wieder schön heiß sein. Ich würde es so lassen. Das ist gut so. So, das Fleisch, was ich erst aus dem Dutchofen genommen habe, habe ich ja nochmal ruhen lassen. In der Folie, in dem Backpapier. Werden wir uns jetzt auspacken. Das dampft ja noch. Ja, jetzt ist das schon lecker. Also sehr schön geworden, das Stück, und das ist butterzart. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich schneide das jetzt erstmal alles auf. Also das Fleisch haben wir jetzt schön aufgeschnitten, butterzart. Das lege ich jetzt erstmal hier rein. Richten wir den Teller noch an und dann sehen wir uns noch mal wieder. So, kommen wir noch zum Fazit. Also, ich weiß nicht, ob ihr den Teller sehen könnt. Es ist alles leer. Es war sehr lecker. Das Fleisch war super, zart geworden. Dazu gab es dieses selbstgemachte Apfelrotkohl. War auch super. Und gekaufte Spätzle ist auch okay. Und ich weiß ja nicht, was René noch dazu sagen möchte. Also ich muss sagen, ich durfte den Probierteller und den Dekoteller essen, also was drauf war. Alles weggeputzt. Alles weggeputzt, satt und zufrieden. War super. Also rundum gelungen, würde ich sagen. Aber hundertprozentig. Na, super. Hast du gut gemacht. Danke. Ich würde mich über einen Daumen freuen und über ein Abo. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.